Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Was riecht denn hier so? Boah, das riecht gerade. Hier kommt gerade voll der Donutgeruch rüber. Huch, Stichwort. Wer hat alles mitbekommen? Hm? Donutgeruch? Donutgeruch? Na komm, wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es? Nein, du weißt es wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Wer kennt Bibis Beauty Palace? Sie hat ihre eigene... Was? Ihre eigene Beauty-Make-up-Firma gegründet. Name Bilou übrigens. Und mit zwei, was sind das? Badeschaums. Einmal mit Geruch Donut. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Und einmal mit Geruch... Was war das? Mandarine oder irgendwie sowas. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es jemand mit YouTube so weit schafft, eine ganze Firma zu gründen. Hallo? Naja gut, ich sag mal, soll sie es machen von mir aus. Ich werde die Lorika, die wollte unbedingt auch das holen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob man das machen sollte, Bibi in diesem Fall zu unterstützen, aber... Ja, weil es wird genug Leute geben, die... ihre Produkte kaufen werden. Und das geht ja noch immer noch weiter. Jetzt hat sie halt dieses Duschschaum, Badeschaum, whatever. Und als nächstes kommt dann Deo, dann kommt die Zahnpasta und irgendwann hat sie wirklich ein eigenes Handy und nicht einfach nur das Babyphone. Ich weiß es nicht. Sie soll's machen von mir aus. Ich habe da nichts dagegen natürlich, aber ich find's ein bisschen. Ich sag mal, YouTube soll ja ein Hobby bleiben eigentlich, oder? Oder sind alle nur geldgeil? Ich arbeite nebenbei. Scheiße aufs Geld. Ich arbeite für YouTube praktisch. Gut, tun viele auch. Aber. Ein eigenes Produkt raus, ich weiß. Nein. Aber. Gut, soll sie es machen, ist mir egal, aber was sie gesagt hat, dass alles 100% vegan, 100% recycelbar und 100% made in Germany, tut mir leid, Bibi, das kaufe ich dir auch zu 20.000% nicht ab. Wie willst du denn bitte etwas entwickeln, was... Also da musst du mir echt mal den Produktionsablauf zeigen, dann nehme ich mein Wort zurück, aber ich sage jetzt, es ist nicht möglich für 4 Euro... einen Duschschaum zu verkaufen bzw. zu entwickeln, wo alles 100% ökonomisch und ist und made in Germany. Das geht meiner Meinung nach nicht. Kann ich meine Arbeit nicht machen? Deshalb würde ich mich sehr drüber freuen, Bibi, wenn du mir mal den Ablauf deiner Produkte zeigen würdest. Also ich glaube auf keinen Fall, dass das alles von mir aus made in Germany, klar, aber dann nicht für 4 Euro und dann 100% vegan, recycelbar, 100% was auch immer. Ich weiß es nicht mehr, ich habe mir das Video nur ganz kurz angeguckt. Also, nee, tut mir leid, das glaube ich dir auf alle Fälle nicht. Und so wie ich die Lorika kenne, die wird auf alle Fälle dieses Donut-Duschschaum da holen. Es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Ah, wählen Sie eine Fabrik. Eine Fabrik an und was? Das geht immer so schnell. Fabrik Upgrade. Und warum mache ich das? Gut, hier ist ein Lager dran kleben, okay, aber. Weiß ich nicht. Nee, ich will auch keine Bauplätze momentan beanspruchen. Das will ich auch gar nicht. So. Wir warten immer noch. 50.000 fehlen uns, ey. Meine Fresse. Und es fehlt den Leuten immer noch den leckeren Reis.
Beziehungsweise so. Zweierbreite, genau. Plopp. So, was fehlt denen jetzt? Angestellte benötigen mehr Waren. Verjüngungskuren. Ja gut, dafür brauchen wir halt natürlich schon mal mehr Algen. Beziehungsweise Zündzellen. Zündzellen, was auch immer. Der Algen hat er ja zum Glück genug an Lieferungen. Ja gut, dann bauen wir halt da noch so ein Ding hin. So. Rüsten das Ding auch gleich mal aus mit Lager. Finde ich scheiße, dass die Lager nur so Zweierbreite haben. Das finde ich blöd. Ah. Zündzellenkammer. Produktivität 75%. Unterhaltkosten sind natürlich definitiv größer. Fast um das Doppelte. Aber wir kriegen auch mehr Credits. Mach ich mal. Ach, dann kriege ich so ein Ding. Damit hätte ich nach hinten raus aufrüsten können. Stapeln Sie die Kisten nicht dort. Da drüben ist mehr Platz. So. Dann machen wir nämlich hier alles voll mit Parkplätzen. Sündzellen. Sündzellen. Raff ich nicht ganz. So, aber ich denke mal... Oh, wir können upgraden. Machen wir mal die Wohngebiete. Ah, schade. Neue Gebäudearten verfügbar. Neue Gebäudearten? Was ist denn mit Gebäudearten gemeint? Ornamente glaube ich eher nicht so. Was haben wir hier? Achso, die Entsalzungsanlage, das Informationszentrum. Das brauchen wir aber nicht. Arktis, ja gut, da haben wir absolut gar nichts. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Jo, dann zeig mal, wie geht das? Module verbessern die Produktivität einer Fabrik. Ja, das ist schon klar. Wählen Sie eine Fabrik an und investieren Sie. Grafen, um ein Produktionsmodul zu bauen. Moment. Nee. Weißt du, theoretisch kann man dann echt eins abbauen und dann aus einem etwas Großes machen. Oder nicht? Haben Sie Arbeit für mich? Bist du arbeitslos? Das nervt alles ein bisschen immer der... So. Ich glaube, das mache ich dann wirklich mal so in Zukunft alles so ein bisschen umbauen. Hier als nur so Module hinten dran, dass du eine Produktionslinie hast. Das ist doch viel einfacher. Aber ich will das jetzt nicht machen, während wir hier Geld schiffeln. Wir müssen echt mal langsam gucken, dass wir mit dem Geld hinaufkommen. Dass wir in der Arktis bauen können. Während das da rödelt, kann ich ja mal kurz Nachrichten lesen. Vielleicht gibt es ja was Neues auf der Welt. Naja, im Grunde genommen gibt es, ja. Erst droht mit großem Anschlag in Washington, klar. Wo der IS verwundbar ist, das ist mal eine schöne Frage. Was tut dem IS richtig weh? Ich denke mal, die Leute nicht, die jagen sich ja alle selbst in die Luft. Was tut dem IS richtig weh? Haben die eigentlich viele Autos? Ich weiß es gar nicht. Was hat der IS alles an Ausrüstung? Haben die Panzer? Also in so einem Fall bin ich echt... unvorbereitet. Keine Ahnung.
Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Wo ist der IS am meisten angreifbar? Also ich würde sagen beim obersten Chef. Oder? Ist echt schwierig. Ich hoffe echt nur, dass das keine Überhand nimmt irgendwann mal. Also Terror schön und gut, aber erstens, man braucht es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass das nicht größer wird. Dass echt von mir aus Amerika oder so, ich sag mal, wir hier in Deutschland mit unserer kleinen Bundeswehr, wir können dann nichts machen. Wir haben natürlich nicht die militärische Ausstattung, um halt da unten in Syrien und so weiter, Iran, Irak, bla bla bla, dort antanzen zu können und da mal Rambazamba. Das haben leider nur China, Russland und Dingens, klar, US und A. Anscheinend Frankreich jetzt auch, das ist mir, wenn ich ehrlich bin, neu, dass die Franzosen anscheinend auch militärisch recht gut bestückt sind. Dass die Kampfjets haben, das wusste ich eigentlich nicht. Klar, wir Deutschen haben auch Kampfjets, aber halt nicht so viele. Das ist mir echt neu. Oh, es ist verdammt kalt hier oben. Ach verdammt, ich wollte doch rennen. Nein. Egal. Mache ich dann, wenn die Folge zu Ende ist. Muss ich eh noch eine Endcard machen. Da weiß ich auch nie, was ich bei der Endcard sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Die ist irgendwie so... Ja, sie ist halt da, ne? Theoretisch könnte ich auch gar nichts sagen, aber das ist dann blöd, dann ist da kein Abspann oder sowas, da ist nichts einfach. Oh, das ging schnell. 40.000, so, ich glaube, wir gehen mal rüber in die Antarktis. Hoch in die Arktis. Cool, du bist auch hier. Dann kannst du ja mal in meinem Lager vorbeikommen, nee, wenn du magst. So, da will ich bauen. Im Gange. So, warten wir noch ein bisschen. Metallschaum, 25. Haben wir das überhaupt? Ja, 50 haben wir. Oh, wie groß. Oh, hier, da können wir bauen. Da haben wir Felszeugs. Da auch. Kommen wir da hoch? Nee, dahinter kommen wir leider nicht, ne? Schade. Das ist eine recht große Fläche, aber trotzdem, die wir hier bebauen können. Eisplatten. Da können wir, hier können wir und da können wir. Jetzt bring die Sache endlich zu Ende. Da hinten baut schon jemand. Ah, hier ist einer von... Defekter Klimastabilisator. Ruhiges Wetter, ungemütliches Wetter, stürmisches Wetter, Orkanwetter. Bisschen Kohle fehlt noch. Und dann sind wir erstmal arm wie die Schweine. Ach man. Ich weiß auch so gar nicht im Moment, weil ich sag mal, ich kann eigentlich recht viel aufnehmen. Momentan durch das neue Aufnahmezimmer habe ich jetzt definitiv mehr Zeit als vorher. Das Problem ist eigentlich momentan, ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Ich sag mal, was auf alle Fälle kommen wird, ist Tomb Raider. Das neue Rise of the Tomb Raider, das wird auf alle Fälle kommen. Ich als Tomb Raider Spieler, ich habe ja alle bis jetzt gespielt und das werde ich auch bei Rise of the Tomb Raider tun. Ich sag mal so, Black Ops 3 wäre auch ganz schön, flasht mich aber jetzt nicht so unbedingt, genauso wie Advanced Warfare. Battlefield Hardline, puh, ja. Gibt's noch auf alle Fälle das neue Far Cry.
was kommen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Also das spielt ja in der Steinzeit. Das wird auch auf alle Fälle noch in Zukunft kommen. Das war es dann eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Also wenn ihr Spiele irgendwie habt, die ihr gerne sehen wollt, dann immer her damit. Ich spiele eigentlich so ziemlich alles, bis auf Horror. Mit Horror habe ich echt ein Problem. Ich habe das schon mal versucht, aber mit Horror kam ich echt nicht klar. Aber sonst spiele ich von mir aus alles. Also von mir aus auch Simulatoren-Spiele. Bezüglich, keine Ahnung, den Train-Simulator oder den Flugsimulator oder sowas. Oder auch wenn ich auch mal Spiele für euch testen soll, gerne her damit. Oh, 2000 noch. Mensch, wir verdienen zu wenig. Wie gesagt, also alles her damit, was ihr auf dem Herzen habt, haut in die Tasten, dass ich es in den Kommentaren lese. Könnt ihr mir auch auf Instagram, Twitter oder auf Facebook auf die Seite bzw. in die Pinnwand posten. Da lese ich das ja. Und wenn sich das mehrere Leute wünschen, beziehungsweise wenn man das möchte, werde ich auch dieses Spiel aber machen. Mein Ziel ist es jedenfalls, von der Abozahl und auch von der Klickzahl etwas höher zu kommen, bezüglich, dass ich in Facebook auch mal Umfragen machen kann. Das kann ich leider jetzt mit meinem Status noch nicht. Aber da, wenn das irgendwann mal soweit ist, da freue ich mich dann richtig drauf. Sind da hinten Pinguine? Ah, Pinguine. Nee. Robben. Robinson Crusoe. Oh, voll die Tierwanderung. Was haben wir hier? Delfine. Sind das Delfine? Ich denke mal, ne? Oh, ist ja voller Leben hier alles. Moment mal, Pinguine in der Arktis? Nee, doch. Oh, Eisbären. Ach, wie schön. Und dann hier alles zubauen. Katzen? Nee, Wölfe. Weiß ich nicht. Oh, den nehmen wir ja voll das Ökosystem weg. Die ganzen Rudel. Oh. Egal, es geht um Geld. Mit dem Erwerb dieser Insel haben sie auch die Schirfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen. Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau ihrer Infrastruktur sollten sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Wie Heizrichtlinien? Hier wird nicht geheizt. Koordinaten bestätigt. So, nochmal ordentlich andocken. Dummer Kapitän. So. Je genauer sie ihre... Was bauen wir denn jetzt? Polarwohnung, Polarstraße. Ah ja. Sieht eigentlich ganz geil aus, diese Polarstraße. So, ich würde sagen, dann bauen wir hier vorne mal alles voll. Treten Sie an. Hallo. Ich verspreche, dass wir den Custodians keinen Anlass zu Beschwerden geben werden. Aluminium, Druckkammer, Fischerei und Konservenfabrik. Was kommt denn noch? Molybdänmine? Was? Neuromodulfabrik? Gemeindezentrum? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Vitamindrinks. Ja, Moment mal. Vitamindrinks, die sind doch bei uns in the other world. Beziehungsweise bei uns in unserem kleinen Archipel da unten. In, wie heißt das? Walbruck-Becken. So. Vitamindrinks. Da. Die braucht mehr. Dann mache ich einfach mal Folgendes. Ist jetzt total teuer, aber egal. Ach, wir haben jetzt so wenig Geld.
erstmal jetzt einen Griff ins Klo. Da mache ich mal den hier. Mach dann mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ist es, wenn ich es cleverer aufbaue. So. Gute Systeme sind die halbe Miete. So und so. Und. Boah, da kann man ja echt so viel erweitern. Kann ich jetzt, ich sag mal, auch einzelne abreißen? Ja, das geht. Weil dann würde ich nämlich noch hier Energie. Huch, minus 4? Moment. Ich kann mir. Nee, komm, weg damit. Ach, was? Nee. Ich dachte schon. Hab nicht erwartet, dass ich. Ja, das ist eine so. Menge Wasser. Energiewartung, Biopolymere und Baubots. 200% mittlerweile. Wareneingang zu niedrig. Ah! Klar, ja, natürlich, ich Idiot. Wir brauchen. Halt die Fresse, geh weg. Ich will dich nicht. Geh weg. Geh doch weg. So. Mehr Fruits. Brauchen wir. Dann mache ich mal einen auf den hier. Gut, die Verunreinigung ist minimal. Gibt's keine Verunreinigung. Alter. Kann ich so seitlich bauen? Wie viel braucht das Ding? 4. Nein! Weißt du was? Scheiß auf die Straße. Blub. Ich könnte mich dran gewöhnen, Essen. So. Ja, wir bauen ja ordentlich. So, da. Kann ich hier unten noch? Schade. Drohnenstock, weniger Arbeitskräfte. Ein Lager. Ach, wir brauchen mehr davon. Was ist das hier? Iridium. Hauptsächlich durch das Abschließen von Aufträgen oder Missionen in Krisensektoren erhalten. Na gut, dann. Warten wir damit noch ein bisschen. So, jetzt habt ihr aber hier genug, oder? Braucht noch mehr? Könnt ihr doch verarschen. Guck mal, wir produzieren doch schon 400. Okay, es ist Zeit für ein paar. Ja, ich mach doch schon. Wir haben schon wieder 25 Minuten. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? So, angehalten. Läuft doch. Nee. Wareneingang zu niedrig. Produktionsrate 199%. Versorgung endlos? Tatsache. Angestellte benötigen mehr Waren. Hier noch mehr Vitamindrinks. We want more! Ja, das Ding kann ich aber nicht seitlich bauen. Hehehe. Ja, das ist eine Menge. Ja, das ist eine Menge Wasser, ich weiß. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsmitteln. Ja, meine Fresse leckt mich doch am Sack. Ganz ehrlich, komm, dann machen wir das da weg. Und kleben da nochmal eine. Und kleben die hier dafür dahin. So. Das ist Qualität, wie du siehst. Verunreinigung ist minimal. So. 99%.
Klar, man braucht halt mehr hiervon, ne? Ich glaube, das war gerade Geldverschwendung, was wir gemacht haben. Aber natürlich, wir haben hier zwei richtig fette Anlagen. Weg mit dem Reis. Wir haben da drüben genug Reis. Noch eine Obstplantage. Die stellen wir mal dahin. Aber was ich jetzt sehe, jetzt muss ich die Straße da auch entfernen. So, ah ne. Nein. So. Halten Sie sich von diesen Batterien fern. So. Wie viel ist es denn? Nur ein Punkt. Soll ich die Straße dann auch wegmachen? Dann könnten wir hier richtig Action liefern. Ah, siehst du, jetzt haben wir auch genug Saft. Ich mach mal hier drüben die Straße weg. Wir haben ja da unten eine Verbindungsstraße. Und guck mal, wie viel können wir denn hiervon noch verwenden? Ich werde mich dran gewöhnen, essen zu gehen. Noch mehr? Sag mal, Halleluja, sag mal, wie viel. Ah, nur 4 Stück, alles klar. Also, was heißt nur 4 Stück? Das ist ganz schön viel. Weißt du was? Dann mache ich die hier weg und dann haben wir da. Kleben wir das hier auch nochmal dahin. Und eine richtig schöne Obstplantage. Energie fehlt. Wir haben zu wenig Energie. Komm, machen wir die Entsalzungsanlage hier weg. Ah ne, das ist das Gezeitenkraftwerk, richtig? Ja. Ach geil, die kann man ja auch erweitern. Ist schon geil, diese Gezeitenkraftwerke. Drohnenstock, weniger Arbeiter, Kreditwartung. Ja, ja. So, 300. Was ein fettes Feld einfach. Oh, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Eieiei, das geht aber schnell. Gut, dann gehen wir in die nächste Folge in die Arktis und bauen dort mal weiter, würde ich sagen, oder? Ja, machen wir so. Also dann, tschüss. Ja, da haben wir den ersten Fuß in der Arktis gesetzt, beziehungsweise auch schon ein bisschen dran gebaut, aber auf alle Fälle, ich will, dass das noch viel, 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 viel mehr wird. Und, ups, was war das denn? Der Teppich. So. Im Großen und Ganzen, also ich sag mal, die Map sieht eigentlich so ganz geil aus, ich guck mir das gerade nochmal an. Viele Bergbaustationen haben wir ja bekommen und auch viel für, ja, viel, was das ganze Zeugs an Wasser noch hat, also die ganze Fischerei oder Wasserentsalzungsanlagen, sowas ist ja auch noch ganz gut. Und dass man halt die ganzen Gebäude erweitern kann, das finde ich jetzt auch ganz gut. Na gut, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge und ich glaube, ich mache dann mal auch bald eine Aufnahmepause, reicht für heute.